Hi Leute, heute sage ich gleich am Anfang zwei Wörter, Xiaomi und Banggood. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja Leute, Xiaomi steht für Qualität und Banggood steht für günstige Preise. Und wenn man diese beiden Wörter zusammenfügt, dann ergibt das gute Qualität zu einem günstigen Preis. Und heute habe ich was sehr Gutes, eben von Xiaomi. Und das zu einem günstigen Preis, was ich mir hier bestellt habe bei Banggood. Das ist das Selfie-Stick von Xiaomi. Und wir schauen uns jetzt einmal an, was man da alles in dieser kleinen Packung bekommt. So, also zuerst einmal ist so ein kleiner Karton drin. Dann eine kleine Bedienungsanleitung, die ich nicht lesen kann, weil es auf Chinesisch ist. Nur auf Chinesisch. Auch die ganze Verpackung ist nur auf Chinesisch aufgedruckt. Also da findet man kein Englisch, kein Deutsch, überhaupt nichts, nur Chinesisch. Aber der Selfie-Stick ist eigentlich selbsterklärend und braucht man eigentlich keine große Bedienungsanleitung. Es ist gut verpackt. Ich habe mir das Ganze in dieser hellen Farbe bestellt. Das Selfie-Stick von Xiaomi gibt es in zwei Farben, in Schwarz und in diesem hellen, ganz hellen Grau. Und das ist zum einen der Selfie-Stick. Den klappt man einfach so auf und kann dann das Ganze so umdrehen. Hier das Smartphone hineintun oder das Ganze auch so auf die Seite tun und dann nach der Länge das Smartphone hineintun. Ich denke mal, dass es so, wenn man das Ganze für Videoaufnahmen nutzt, dann ist es ideal, wenn man es im 16:9 Format, also im Querformat nutzt und da nimmt man es einfach so. Hier sieht man eine Aussparung und da kommt die Fernbedienung hinein. Und die werde ich gleich zeigen, denn dieses Selfie-Stick ist zwar nicht groß, hat aber mehrere Funktionen und zum einen ist es ja auch gut, dass es nicht so groß ist, denn wenn man mit dem Smartphone Videos aufnehmen möchte, je weiter es entfernt ist, umso schlechter wird die Tonqualität. Dann braucht man ein zusätzlichen Ansteckmikrofon für das Smartphone, damit die Qualität besser wird. Aber ich denke, mit dieser Länge ist man sehr gut beraten. Aber was noch sehr gut ist bei diesem Selfie-Stick, ist, dass man hier gleich einen Tripod eingebaut hat. Und so kann man gleich das Ganze als Stativ nutzen, kann hier das Smartphone genau einstellen, wie man sich aufnehmen möchte und dann stellt man das einfach hin und kann schon Videos produzieren. Also das ist ein tolles Produkt von Xiaomi und jetzt schauen wir uns einmal die Fernbedienung hier an. Das ist ein ganz kleines Ding. Leider bekommt man hier kein Kabel zum Aufladen. Das hätte man ändern müssen, aber man kann jedes USB auf Micro-USB-Kabel zum Aufladen nutzen. Also das Teil schaut so aus. Da ist einfach nur ein Knopf drauf und Funktionsanzeige. Mit diesem Knopf startet man das Ding, schaltet es auch wieder aus und löst Foto- oder Videoaufnahme aus. Also das sehr wichtig. Hier hat man den Micro-USB-Anschluss und das Ganze wird einfach hier eingesetzt. Und schon ist es startklar. Also einfach lange drauf drücken.
dann sucht es sich das Pairing. Jetzt, wenn es blinkt, ist es auf Pairing. Ich habe hier mein Smartphone, das Elephone P8 Mini. Und da schalte ich jetzt gleich einmal Bluetooth ein. So, Verbindung wird hergestellt, Verbindungsaufbau und ist schon verbunden. Also jetzt blinkt es nicht mehr, jetzt leuchtet es dauerhaft und jetzt kann man, ich nutze ja die App Open Kamera und dort einfach entweder auf Fotoeinstellung gehen, dann kann man hier damit Fotos schießen oder man stellt um auf die Videoaufnahme, dann löst man mit diesem Knopf die Videofunktion aus und ja, kann gleich Videos produzieren, etwa zum Beispiel für YouTube. Also das ist ein tolles Gerät für YouTuber. Wenn man es ausschalten möchte, einfach wieder lang drauf drücken und dann ist es auch schon wieder ausgeschaltet. Also ein sehr gutes Teil. Was mir allerdings hier abgeht, dass es hier auf beiden Seiten nichts zu feststellen gibt. Also das ist nur so, wie man es jetzt einstellt, so hält das auch. Es ist zwar, ja, geht ja etwas schwerer, also ich glaube nicht, dass es bei einem Smartphone passiert, dass das einfach nach unten gebogen wird oder sonst irgendetwas. Also wenn ich es jetzt so zum Beispiel einstelle, dann ist es, dann hält das auch, ich kann wackeln, das verbiegt sich nicht. Also das hält wirklich sehr gut. Ich schiebe das mal wieder zusammen. Und man kann gleich wirklich sehr gut Videos aufnehmen mit der Fernbedienung. Die Fernbedienung ist deshalb sehr praktisch, denn wenn man die Fernbedienung jetzt herausnimmt, dann kann man zum Beispiel das Ganze jetzt aufstellen mit dem Dreibein, also mit dem Tripod, stellt das Smartphone ein, so wie man es jetzt haben möchte, dass das aufgenommen wird. Stellt das wirklich fix hin und dann mit der Fernbedienung kann man sich bequem zurücklehnen, damit das wirklich alles passend ist im Video und dann löst man einfach mit der Fernbedienung die Videoaufnahme aus und schon kann man mit der Videoproduktion loslegen. Also das ist ein großer Vorteil mit dieser Fernbedienung. Und ich denke mal, das ist wirklich ein hochwertiges Produkt. Das Ganze kommt mir so vor, als ob es mit so einem Silikon ummantelt wäre. Ich nehme mal mein Smartphone raus. Also das ist so ein weiches Material, fühlt sich auch sehr hochwertig das Ganze an. Es ist, ja, hier unten ist es ein Gummi, was da drauf ist, damit das Ganze dann auch nicht mehr verrutschen kann. Also das steht wirklich sehr stabil und ja, man kann es wirklich als Selfie-Stick nutzen, als ja, Stativ für das Smartphone und mit der Fernbedienung hat man verschiedene Möglichkeiten, kann von sich Fotos schießen, kann Videos aufnehmen und ein wirklich sehr praktisches Ding und es ist auch sehr leicht. Wie viel Gramm genau, weiß ich jetzt nicht, aber es ist wirklich sehr leicht. Und wenn man das Ganze zusammenfaltet, die Fernbedienung hier hineintut, da passt es wirklich in jeden Hosensack oder in eine Handtasche für Damen natürlich. Und man kann gleich dieses Teil überall hin mitnehmen und hat einen tollen Selfie-Stick mit einem Dreibein, beziehungsweise kann das Ganze als Stativ nutzen und
ja, tolle Fotos oder Videos produzieren. Und es ist wirklich hochwertig, da wackelt nichts, das ist sehr gut verarbeitet. Also ein wirklich hochwertiger Selfie-Stick, das hier Xiaomi auf den Markt gebracht hat. Also mir gefällt das wirklich sehr gut mit dieser Fernbedienung und ich werde in Zukunft sicher öfters mit diesem Selfie-Stick und mit meinem Smartphone arbeiten. Denn ja, das Elephone P8 Mini hat ja vorne eine 16-Megapixel-Kamera, also da kann ich toll Selfies aufnehmen und da wird es sicher entweder Livestream-Videos von irgendwo geben oder ja, Videos mit dem Smartphone und dem Selfie-Stick. Aber jetzt kommt das Beste. Denn am Anfang habe ich ja gesagt, wenn man Xiaomi und Banggood zusammenfügt, dann heißt das, man bekommt Qualität zu einem günstigen Preis. Xiaomi steht für Qualität und Banggood für die günstigen Preise. Und jetzt als Vergleich habe ich hier mir das Ganze hier aufgeschrieben. Ich habe ja das Ganze über Banggood bestellt, eben wegen dem günstigen Preis. Und ja, ich habe mir hier die Preise aufgeschrieben. Also bei Amazon bekommt man das Ganze für 34,88 € und bei Banggood ist es jetzt noch 3 Tage in Aktion. Womöglich wird auch die Aktion verlängert, keine Ahnung. Aber man bekommt diesen Selfie-Stick von Xiaomi bei Banggood für 13,53 €. Und da kann man sich auch sofort mit Priority Direct Mail zuschicken lassen. Da zahlt man einige Euro drauf, aber hat das Ganze innerhalb von ja, 8 bis 12 Tage ungefähr und ja, kann dann sofort mit der Videoproduktion oder mit tollen Bildern mit diesem Selfie-Stick loslegen. Also schaut einfach unterhalb in der Videobeschreibung, habe ich den Link zu Banggood eingefügt. Dort findet ihr auch die anderen Links. Bei Amazon hat man den Vorteil, dass es dazu keine Probleme mit dem Zoll kommen kann. Also bei mir hat ja habe ich auch dafür kein Zoll zahlen müssen, weil es einfach unter der Mindestgrenze, ja, hier in Österreich gibt es eine Mindestgrenze für Zollgebühren und das liegt weiter unterhalb und daher fällt es auch nicht unter Zoll. Also muss man, denke ich, in Deutschland auch keinen Zoll dafür zahlen und damit kann man sich wirklich jede Menge Geld sparen, wenn man dennoch, ja, das Ganze bei Amazon bestellen möchte, findet ihr den Link auch ebenfalls unterhalb. Aber ich rate euch wirklich, jetzt diese Aktion zu nutzen bei Banggood, denn statt 34,88 bekommt man das Ganze für 13,53 und ja, hat wirklich eines der hochwertigsten Selfie-Sticks, die man im Internet derzeit bekommt. Und ja, wer Xiaomi von den Smartphones kennt, der weiß, dass Xiaomi wirklich gute Qualität abliefert. Und das ist bei diesem Selfie-Stick nicht anders. Es ist wirklich ein toller Selfie-Stick, gibt es in 2 Farben, schwarz und in diesem hellen Grau. Also ja, einfach einmal die Links anschauen, die Preise vergleichen und ja, gegebenenfalls bestellen. Also ich habe da sofort zugeschlagen, eben weil es ein hochwertiges Produkt von Xiaomi ist und derzeit in Aktion sehr günstig zu haben ist. Ich werde davon auch weitere Testvideos noch machen, also wo ich das Ganze dann auch ja, draußen oder hier im Büro austeste und da wird es sicher noch ein Video geben. Freut euch drauf und ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ja, Daumen hoch, Abo würde ich mich freuen und sonst ja, sehen wir uns im nächsten Video.